Hallo, mein Name ist Daniel Aminati und ich bin heute zu Besuch am Gymnasium in Veitshöchheim für Alle Kids in Biss! Ich fühle mich super bei euch. Wie geht's euch? Alles top? 300 Schüler begrüßen Daniel Aminati. Der Moderator ist Botschafter des Integrationswettbewerbs Alle Kids sind VIPs. Gewonnen haben die Schüler aus Veitshöchheim, weil sie sich vorbildlich engagiert haben gegen Rassismus und für Vielfalt in der Gesellschaft. Dass man nicht aufeinander zugeht, das finde ich schade. Und ich möchte dagegen einfach was machen, dass sich die Leute kennenlernen. Da sind doch Möglichkeiten, dass Kulturen sich treffen, dass Kulturen vielleicht sogar ineinander verschmelzen. Die Bertelsmann-Stiftung richtet den Jugendwettbewerb aus. Sie will damit Kinder und Jugendliche ermutigen, sich für ein faires Miteinander einzusetzen. Die Schüler hier haben Patenschaften für Flüchtlingskinder übernommen. Sie haben mit ihnen Deutsch gelernt, sie zum Sport mitgenommen oder in ihre Familien. Und das Projekt ist noch nicht zu Ende. Ich hoffe, dass ich ein bisschen die Geschichten von den Flüchtlingskindern mitkriege und eben, dass ich ein bisschen helfen kann, einfach, dass sie sich hier einfinden. Es geht uns hier so gut und wir haben wirklich Zeit und wir haben Geld und wir können wirklich was tun. Und ich finde es wichtig, dass man das auch dann macht. Daniel Aminati, dessen Vater aus Ghana stammt, bezeichnet sich selbst als multikulturell. Darüber spricht er mit den Schülern und über Rassismus, Integration und die Patenschaften. Ich finde es großartig, dass man Flüchtlingen unter die Arme greift und dass ihr dann in dem Fall mit diesem Projekt eine gewisse Selbstlosigkeit zeigt und sagt, Mensch, vielleicht habe ich in dem Moment primär nichts davon, aber ich helfe trotzdem. Und dementsprechend, man sollte geben und man bekommt dann auch was zurück. Also Top-Projekt, super. Nach dem Fotoshooting gibt Daniel ein exklusives Interview für die Schülerzeitung. Auch hier geht es um Vielfalt und Daniel Aminatis Engagement. Man muss versuchen, auf den anderen zuzugehen. Um sie fit für die Zukunft zu machen, bekommen die Schüler noch ein professionelles Coaching. Hier sollen sie sensibilisiert werden für die Probleme von Flüchtlingskindern. Daraus entwickeln sie dann konkrete Ideen für ihre nächsten Patenschaften. Ich habe die Schüler wahnsinnig herzlich erlebt und es hat mir totale Energie gegeben, muss ich ganz ehrlich sagen, weil hier herrscht eine große Freude, ein toller Optimismus und es ist schön, wenn man mit einem Besuch so viel auslösen kann.